Und da sind wir auch wieder zurück. Von einer weiteren Folge Green Project. So, die Hühnchen fressen und ja, die Haare vom Kopf. Das ist gleich fertig. Genau. Die letzten. Ah, Mais. Ah, wir, guck mal, wir haben noch. Wir hatten ja ganz viele Ratten noch dabei. Hoppe. Brauchen wir aber, glaube ich, ein Messer, wenn ich mich speichere, oder? Ah, okay. Ohne Messer wird die Ratte getötet. Noch zwei? Nein. Schade. Na gut. Machen wir jetzt die Ratten fertig. Bin gerade auch am Überlegen, ob wir nicht die Rattenproduktion wirklich so ein bisschen einstellen, wenn wir erstmal das voll haben. Oder ja, auf jeden Fall sehr viel weniger Ratten beherbergen. Drücken wir es mal so aus. Denn wir haben noch genügend. Wir haben auch Durst, okay. Ja, da kann man noch alles Wasser trinken. Ah, und weiter geht's. War ist irgendwie die Musik leiser, oder? So, was. Achso, hier. Ja? Hallo? Du? Hä? Vier Ratten noch. Ne, die holen wir uns doch jetzt, oder? So, erstmal machen wir ein bisschen Dünger, denn wir haben bald keine lila Flächen mehr. Das ist wunderbar. Sehr gut. Ich würde sagen, wir holen noch ein paar Ratten. Und kloppen noch ein paar von euch. Egal, ob ihr schwanger seid. So, aber wir brauchen halt nicht mal ansatzweise so viel Ratten mehr. Gott sei Dank, sagen wir es mal so. Ja, ich würde sagen, das an Ratten, was wir jetzt hier drin haben, reicht erstmal. Dann brauchen wir nun noch einige Hühnchen. Ein paar mehr Hühnchen natürlich, aber kriegen wir auch hin, oder? Was sagen denn hier? Wow. Da haben wir ein paar Hühnchen. Eins, ja, das sind auf jeden Fall einige. Wir müssen noch mal gucken. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Ratten rot, die paar. 40 Hühner haben wir da, glaube ich, nicht drin, oder? Das wäre schon geil. Haben wir. Kaffee haben wir 4. Ich weiß gar nicht, wie viel Kaffee wir noch in unserem Lager haben. Okay, dann hätten wir jetzt hier den Kaffee. Also wir müssen unbedingt noch einen Schrank bauen. Aber wir. Da ja, kommen wir mal noch ein bisschen Kaffee. Aber schon nichts anderes. Und dann ja, müssen wir jetzt ein paar Ratten töten. Leider gut ist ein paar. Naja, leider gut ist. Und dann müssen wir mal gucken. Stimmt, wir müssen noch gucken. Können wir Ratten irgendwie ein. Irgendwas konnte man noch einkochen mit den Ratten, oder? Bin ich. Mal gucken. Bewahren. Hühnerfleisch, Schinken. Ratten können wir bewahren. 160 würde eine Ratte geben. Oh yeah. Aber dazu müssen wir sie, glaube ich. Und wir brauchen Salz dafür. Haben wir denn Salz? Bisschen Salz hätten wir. Also es würde auf jeden Fall machbar sein, die Ratten auch zu konservieren, weil 160 Food. Das ist schon. Nice, würde ich mal sagen, oder? Achso, wir können noch mal gucken. Essen, dann können wir dich erstmal essen. Und wir hatten doch noch hier irgendwo Mais.
Ja, meist als. Ah, okay, die sind auch schlecht geworden. Na gut. Dann würde ich nämlich erstmal Mais kochen wollen. Dann können wir weiter damit machen. Und noch mehr Ratten, weil dann hätten wir 4 Ratten, die wir theoretisch. Ja. Arbeiten können. Müssen wir gleich mal gucken. Messerblock. Gib mal eine tote Ratte hin. Oder 2. Eilen. Einer. Was ist, wenn wir jetzt eine hier reinpacken? Messer dazu. Ja. Also mit Messer und dann können wir die Ratte dementsprechend holzen. Gutes Pik. Keine Ahnung, was das sein soll, aber naja. Irgendwelche mutierten Tiere nehme ich immer ganz stark an. Nein. Teilen. Ja, weil wir brauchen, glaube ich, nur 4 Ratten, ne? Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, brauchten wir nur 4 Ratten noch. Dann wären Ratten und Schweine voll. Wir gucken nochmal Hühner. Ah, Futter haben wir noch ein bisschen. 40 Hühner. Haben wir 40 Hühner? Also ich gehe nicht davon aus, dass wir auf 40 Hühner kommen. Ne. Wo habe ich denn jetzt? Habe ich das Essen nicht mitgenommen? Ups. Ne, Tatsache. Haben wir nicht mitgenommen. Interessant. Halt. Dahin. Ach, da. So, wir holen dich. Packen hier noch einen hin. Da noch einen hin. Hier hatten wir. Da hatten wir. Hier. Hopp. Bitte schön und hepp. Dass die Hühner, dass so viele am Leben, also dass jetzt gar keins gestorben ist, wundert mich ein wenig, aber okay. Das ist halt so. Ich würde fast sagen, wir holen uns. Na, nee, wir warten jetzt ab. Oder ich überlege gerade, Verzweiflung. Töten wir die ganzen Hühner und lassen nur die Küken übrig. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 14, also 20 auf 20 Hühner kommen wir schon. Würde ich sagen. Also die Hälfte von dem, was wir brauchen. Aber ich würde sagen, wir warten einfach noch. Wir kochen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen ein. Was haben wir denn da Schönes? Okay. Und dann haben wir auch 28. Sehr schön, die sind. Nee. Oh. Wir haben davon so viele schon wie der zusammen. Das ist gut. Ah. So. Also wir haben ordentlich Stuff. Wir müssen jetzt halt gucken, gerade unten, ne? Ob wir da noch anständig was reinbuddeln können. Die Werkzeuge brauchen wir auf jeden Fall. Ich brauche mal gerade nicht. Die Felder sehen noch okay aus. Brot ist ready. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine Ratte fertig. Warte. Messer. 30. Wir brauchen 10 Minuten zum Töten und 30 Minuten die Haut abzuziehen. Ist schon nicht ohne. So, dich. Wir brauchen aber mit Salz und wir brauchen. Brauchen wir die Töpfe? Ich weiß das halt nicht. Ja, Tatsache. Oh, nächste Ratte. Die werden ja auch irgendwann schlecht, ne? Wenn ich mich nicht ganz täusche.
2 Tage und ihr auch 2 Tage. Also es ist eigentlich fast gehuppt wie gesprungen. Oh, meine Ratte hat wieder Hunger. Ja, meine Ratte, meine... Ach. Meine Katze. Schade, dass wir nicht irgendwie so Rattenfell noch rauskriegen. Das wäre auch noch lustig. Aber wir brauchen noch einmal Salz, ne? Brauchen noch... Salz. Wie stellen wir den Salz nochmal her? Wie stellen wir das Salz her? Landwirtschaft. Werkzeuge glaube ich nicht. Wenn dann Landwirtschaft, oder? Nein. Tierzucht. Auch nicht. Na. Auch keine Tierzucht. Rohstoffe. Salz. Hier. Okay, wir brauchen... Das plus das plus ein Hammer? Okay. Und wir kriegen aus einem Salz 5 Salz. Okay. Das ist... Finde ich in Ordnung. So, Salz. Wir brauchen aber... Gläser fällt mir gerade so auf. Das gibt halt nur Nahrung. Dann hätten wir zumindest schon mal ein Glas wieder zurück. Glaube ich, oder? Ja. Könnten wir zumindest die beiden Ratten... Achso, wir brauchen auch noch Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Dann wären zumindest die Ratten schon mal eingekocht. Das ist doch auch schon mal was. So. Würde ich sagen, stellen wir jetzt noch mal Salz her. Müssen wir auch so gut wie... Sehr, oh, so gut wie... Müssten dann ziemlich... Wow, sehr müde sein. Oder? Ich würde sagen, ja. Wir, also ich würde sagen, wir gehen jetzt schon... Wie lange brauchst du denn du noch? Ja? Du brauchst noch eine Weile. Das ist halt nicht so gut, wenn du noch so lange brauchst. Halbe Stunde noch. Wie lange brauchen wir fürs Sägen? Wo sind die Säge? Halbe Stunde, perfekt. So. Erstmal das dahin. 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 Und dann... Meinst du mal dich wieder an? Trinken was? Dann gehen wir erstmal gemütlich schlafen und dann, ja. It's raining man, hallelujah, it's raining man, yeah, es ist Regenzeit wieder. Das erfreut mich, denn dann können wir wieder Wasser auffüllen und brauchen uns nicht um... Dings zu kümmern. Die Wasservorräte. So. Die Frage ist, ich wollte unbedingt noch ein Dings bauen. Habe ich mir so gedacht. Wir wollen unbedingt noch einen Schrank bauen. Was brauchen wir dafür? Wir wollen einen großen Schrank bauen. Ich weiß, dass das ein großer Schrank ist. Nägel, Lehm und Bretter. Haben wir Nägel? Haben wir. Räder haben wir. Eben. Bombe. Bam, bam, bam. Und Hammer. Dann bauen wir einen großen Schrank. Nimm den Medizinschrank erstmal da weg. Hätte ich jetzt gesagt. Das kriegen wir alles mit. Bam, bam, bam. So. Dann würde ich den Medizinschrank erstmal einstecken. Dich da hinpacken. Den Medizinschrank daneben packen. Dann können wir dann auch immer schlafen. Dann kommt jetzt hier rein. Weil das, das ist alles irgendwo Medizin, ne? Also auf jeden Fall ihr schon mal hier so. Dann haben wir dreimal Tomaten. Ist jetzt meiner Meinung nach nicht so pralle. Finde ich persönlich. Finde ich hier die Steckrüben
besser, aber ich finde natürlich die Ratten noch viel, 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 viel besser. Auch hier können wir natürlich gucken. Wir können einmal dich ablegen. Und dann nehmen wir hier nochmal dreimal. Und dann gucken wir weiter. Achso, wir haben ja hier noch mehr Kaffee. Das ist gut. Stimmt, wir haben ja auch noch Honig. Wir haben ja auch noch Honig. Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, ja, wir machen erstmal weiter so. Und dann kommen hier noch die Steckrüben rein. Dann brauchen wir auf alle Fälle muss gucken, das sind Werkzeuge, okay. Achso, mit dem Rauszoomen, stimmt. Wir können ja auch rauszoomen mittlerweile. Wir haben es ja durch Zufall entdeckt. Da du aufgebraucht bist, hätte ich gesagt, wir verarbeiten hier noch den restlichen. Ach nee. Wir müssen gucken, weil bewahren war das hier. Irgendwo hier war das, glaube ich, dass wir hier Gläser, Topfgläser. Wir brauchen einfach nur Sand. Haben wir noch Sand? Haben wir nicht. Also müssen wir gucken, dass wir Sand herstellen. Sand. Sand. Nützliches? Nein. Landwirtschaft, Rohstoffe. Muss hier unten. Gitter, Sand. So, wo haben wir Sand? Hier haben wir noch Sand. Gitter haben wir auch. Bam, 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 bam. Dam, dam, dam. Nein, falsch. Wo haben wir? Wo haben wir? Wo haben wir da? Wir haben hier aus Versehen Salz. So, so. Und den. So. Eine Stunde brauchen wir dafür. Halleluja. Ich wollte eigentlich bald losziehen, nochmal ein paar Samen einpflanzen, um die letzten. Ja. Um die letzten. Achso, wir hätten schon anfangen können, ne? Ah, ja, 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 ja. Sand. Sand. Brauchen wir nur 2 Stunden. Aber wir verbrauchen kein Gitter, ne? Das ist gut. Das ist hervorragend. Ich brauche Wasser. Ja. Du brauchst nicht nur Wasser. Du brauchst trinken. Essen. Trinken. Denn du brauchst noch mehr. Wir brauchen mehr Gläser. Gläser sind gut. Gläser sind fein. Ja, hier, wir können ja auch Werkzeug hier reinpacken. Wir müssen das ja nicht mit uns mitschleppen. Dann euch, die Bretter. Ganz woanders hin. Ich kann mal gleich mal auffüllen gehen. Haben wir auch, sehr gut. Ah, da haben wir noch was gesehen. So, denn du nach da. Das packen wir erstmal wieder unten rein. Euch beide kommen rüber. Pom, pom. Und öpp. Und öpp. Sehr gut. Ja, geht auch langsam runter. Ist auch vollkommen okay. Ich würde sagen, wir packen dich auch jetzt erstmal nach da. Und da packen wir dich auch einfach rein. Und jetzt gehen wir mal nach unseren Hühnern schauen. Wie sehen unsere Hühner aus? Hier. Theoretisch brauchen wir gerade nur. Ja, das stimmt, wir können die Felder noch schön erweitern. Das können wir natürlich auch tun. So, wir gucken mal, ob wir ein totes Huhn haben. Auf jeden Fall haben die Ratten wieder gefressen. Und die Hühner haben auch ohne Ende schon wieder gefressen. Wir haben nur kein... Doch, ein totes. Der ein totes Huhn. 2 tote Hühner. Nein.
Hier ist auch kein. Zwei tote Hühner nur? Das ist aber wenig. Das finde ich ein bisschen wenig, meine Damen und Herren. Ja. Ach, da ist noch eins. Oh, da, jawohl, noch eins. So muss das. Es könnte aber bald sein, dass wir eine Art größere Sterberate haben. Würde ich sagen. Wenn wir uns einfach die Hühner schnappen und die Hühner, ja, man könnte es schon wirklich sagen, töten. 4. 4 weitere Hühner. Das ist... So, das bedeutet, 37 Hühner brauchen wir noch. Klingt machbar. 83, es wird nicht weniger. Also entweder... So, da haben wir noch. Deswegen würde ich vorschlagen, wir trinken direkt. Essen noch etwas. Packen kurz die Hühnerfutter weg. So. Und gehen mal nach unten links Schluggi-Luggi machen. Mal schauen, wie es dort ausschaut. Achso, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier am besten langkommen, wa? So. Okay. Irgendwie bin ich so leicht müde. Aber nur leicht. So, ne. Muss ich nochmal überlegen, sind wir hier lang? Oder? Nee. So, einmal hier runter, da ist nichts mehr, Gott sei Dank. Lager. Ist noch weiter? Nee. Muss man hoch. Ach, einmal. Ja, das ist irgendwie ein weiter Weg. Aber warum sollte man sich hierher. Naja. Egal, wir schauen mal weiter. Oh, da unten ist auch noch. Okay, dann. Haben wir denn noch? Wir haben Weißdornsamen. Nee. Komm du mal her. So. Achso. Einmal dich, einmal dich und einmal dich. Siehst du? Und schon, also die zwei, das sehe ich sehr, sehr positiv, sollten dann bald weg sein. Jetzt haben wir natürlich hier noch einiges wahrscheinlich. Da müssen wir halt wirklich gucken. Das war hinten durch, ne? Die Tierwelt hier sollte reich an Protein sein, wenn man bedenkt, was sie sonst essen. Mhm. Okay, das sieht auf jeden Fall... Die Frage ist, sind die schon groß genug zum Fällen? Da bin ich mir nicht 100% sicher. Probieren wir mal den aus, weil hier ist alles. Ja, perfekt. Perfekt. Dann haben wir hoffentlich genug Bäume. Ich weiß halt jetzt nicht, ob hier hinter noch so ein Lila ist. Naja. So, dann kommt hier auf alle Fälle ein. Hallo? Ein Bäumelein. So, du kommst auch dahin. Dann können wir nämlich so. Dann haben wir nochmal Uno. Dann würde ich ja fast einfach noch so. Können wir den da. Da.
Perfekt. Den noch rein. Dann haben wir noch zwei. Dann würde ich sagen, einmal hier. Und auf alle Fälle, ja, hier oder da. Ich hätte gesagt, eins weiter da. Das sollte dann zumindest da auch schon mal gut vorangehen. So, Blümchen. Da würde ich sagen, packen wir ein Blümchen mal hier hin. Und dann sollten wir das andere Blümchen auch ja, wegmachen können. So. So, haben wir natürlich. Und dann können wir nämlich... Wunderbar, jetzt ist die Frage, machen wir es hier oder machen wir es auf die andere Seite? Ich würde sagen, wir machen es auf die andere Seite, wa? Das glaube ich dann ein Ticken safer, wenn wir es hier hin machen. Was war das? Ah! Die Plage beginnt. Aber die stört mich eigentlich nicht mehr. Das wäre ja der Bereich. Ich glaube, hatten wir nicht noch oben noch einen Bereich? Mit dementsprechend... Mir war so, dass wenn hier irgendwo noch ein Bereich wäre, wo wir lila Fläschis haben. Oder toll, oder habe ich... Ist das jetzt gerade eine Einbildung? Sieht ja fast so aus. Die Frage ist, kann ich hier auf dem Friedhof was finden? Ich weiß es halt ehrlich gesagt nicht, ne? Es sieht aber erstmal für mich gut aus. Da war nicht... Nö. Das war der Eingang hier, ne? Hier links, ja. Nö, da müssten wir dort haben. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt so theoretisch auf dem Friedhof noch... Aber sind das wirklich 83 Flächen gewesen? Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Oder 81 mit denen da. Gucken noch hier oben, ob wir hier noch was haben. Nö. Also der Rest sieht wunderbar aus, würde ich jetzt behaupten. Ja. Dann auf Richtung Heimat. Dann haben wir auf jeden Fall unten. Ich glaube, die letzten dann zu finden, wird nochmal ein bisschen schwieriger. Aber wir könnten dann oben rechts oder so gucken. Oder auch der lila Pilz, ob der weg ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo der genau war. Aber der war nicht weit weg. Der war aber auf der rechten Seite, ne? Ich glaube, der ist auf der rechten Seite. Ja. Müsste doch gewesen sein. So. Das ist das einzige Schöne, ich kann hier einfach querfeld einlaufen und hier ist alles schön. Kann natürlich sein, dass hier irgendwo zwischendurch noch eine so eine Fläche ist. Da. Ich wusste es. Naja. Habe es geahnt. Sagen wir es mal so. Und dann hacke ich dich jetzt weg und... Er ist tot. Der Baum war tot. Aber er hat mir einen Samen gegeben. Einen hat er mir gegeben. Ich wusste doch, dass das hier... Okay. Dann haben wir hier, dann haben wir schon mal wieder noch eine neue Fläche gefunden. Hier sind wieder die Raupen, die sich kaum bewegen. Warum auch immer. Hallo? Ah, guck dir das mal hier an. Da, wo die Bienchen sind, Haufen von diesen Raupen, die sich kaum irgendwie... wegbewegen. Schon crazy. Weiß halt nicht, ab welchem Zeitpunkt die Bäume kaputt gehen. Muss ich ja auch leider so sagen. Okay, das sieht für mich erstmal ganz gut aus. Dann würde ich sagen, wir machen auch an dieser Stelle erstmal Feierabend, ne? Und gucken dann beim nächsten Mal weiter. Schauen mal. Auf der anderen Seite müsste ja Honig fertig sein. Gucken wir mal, ob der Honig da ist. Und dann
Hoffe ich mal, ist die Road to Level 2 geebnet und auch die lila Fläche zu Road 0. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.